Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Heute machen wir mal was ganz Verrücktes. Und zwar tun wir mal diesen alten Ofen hier von der Firma Wamsler in Betrieb nehmen. Das gute Stück steht jetzt hier schon ein halbes Jahr rum und jetzt wollen wir den endlich mal einheizen. Mal erstmal ein bisschen vom Schnee befreien hier. Das ist total zugeschneit. Hat auch hier so ein richtig schönes Rohr mit dran. Das gute Teil. Ja, ich bin schon voll gespannt und ich möchte natürlich auch was drauf kochen. Und zwar habe ich hier eine Mischung vorbereitet aus, das sind, werden vegane Bratlinge und einen Kaffee. Machen wir. Das war's. Ja, hier habe ich natürlich schon den Kasten ein bisschen vorbereitet. Hier habe ich so ein klassisches Anzündpaket gemacht. Das hat mir meine Oma gezeigt, wie das geht, weil die hat noch so ein Ding in ihrer Küche stehen. Und ja, man tut im Prinzip irgendwas Brennbares hier unten rein, das sich leicht entzünden lässt. Kann auch Zeitung sein. Und dann so ein paar dünne Holzspreisen oben drauf. Und das schmeißt man im Prinzip zuerst hier rein. Habe ich von meiner Oma gelernt. Ja. Okay, Klappe ist auf. Klappe ist auf. Ja. So, also ein Funke und jetzt müsste es eigentlich abgehen wie Hölle. Füllen wir da rein. Sehr schön. Machen wir hier dazu. Gucken wir mal oben rein. Gibt es nämlich so eine Klappe. Eine Feuerklappe. Können wir jetzt hier von oben reingucken. Wunderbar. Kommt hier oben schon Rauch raus. Sieht man das? Ja. Geiles Ding, oder? Habt ihr auch noch so ein Ding zu Hause? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, ich lasse jetzt mal das Ding anschüren, lege immer ein bisschen was nach und dann tun wir noch zusammen die Bratlinge hier drauf machen. Und das Ergebnis zeige ich euch dann natürlich. Und wer bis zum Schluss dran bleibt, kriegt noch einen coolen Link. Den lege ich dann hier oben ein. Und zwar geht es um eine Geschichte vom Wamsler, gelesen vom Gustl Beyerhammer. Sehr schön, gerade was für kalte Tage. Ganz toll. Ja, es knackt schon. Guck mal hier, es knackt. Es knackt. Krass. Können wir noch ein bisschen was nachlegen? Also man kann ja auch von oben nachlegen, ist wunderbar. So, nach einer Minute des Anfeuerns gucken wir jetzt noch mal rein, was sich da getan hat. Ich habe auch schon mal die Pfanne hier hingestellt und den Kaffee. Richtig ab. Also diese Anzündpakete sind echt, die gehen ab wie Hölle. Geht's richtig rund hier. Wunderbar. Wird auch schon richtig warm hier. Papa? Ja. Hast du da auch eine Tüte rein? Ja, ein Anzündpaket habe ich wieder gemacht. Ja, so wie die Oma das macht. So, mal einen Blick von Sonne. Auf das Ding. Ja, das habe ich repariert. Wie hast du das jetzt gesehen? Gestern. Ja, und hier qualmt es auch schon ordentlich raus aus dem Schornstein. Schon richtig schön warm. Herrlich. Hier oben könnte aber auch was draufstehen. Das wird wahrscheinlich wird der Kaffee noch schneller warm wie auf der Platte. So Leute, seht ihr den Schornstein? Wenn der so raucht, dann könnt ihr auflegen. Also das Öl ist jetzt schon richtig. Das Öl ist jetzt schon richtig schön warm hier. Wunderbar. Jetzt machen wir den Teig rein.
Nasspappen. Nehmen dazu einfach ein bisschen Schnee und reibt den in die Hände. Dann werden die Hände ein bisschen nass. Und dann nehmen wir uns einfach was von dem Bratlingsteig hier und machen hier so kleine Bratlinge. Boah, das ist kalt. Wir haben bestimmt minus 4 oder minus 5 Grad hier. Aber es geht. Also wenn man die Hände so über den Ofen hält, ist es echt schön. Aber sobald sie wieder weg sind, wird es wieder kalt. Sieht das lecker aus? Ja. Oh, so schnell geht es. So schnell geht es. Der Kaffee ist auch fast fertig. Wunderbar. Ja, und ihr seht, ich brate hier mit so einer schmiedeeisernen Pfanne. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Es ist extrem nachhaltig. Man braucht einfach nur eine Pfanne, beziehungsweise verschiedene Pfannen, die man eben möchte, verschiedene Größen. Die kauft man nur ein einziges Mal und dann habt ihr eine Pfanne fürs Leben. Das ist wirklich so. Die Pfanne ist unkaputtbar, weil die eben aus Stahl ist. Und die wird einmal eingebrannt und dann klebt auch nichts mehr an. Das funktioniert prächtig. Wenn ihr das mal sehen wollt, wie das funktioniert, mache ich euch gerne ein Video dazu, aber schreibt es mal in die Kommentare. Und das ist so ein bisschen die Philosophie, die ich anstrebe, wo wir wieder hin müssen. Wir müssen hin genau zu solchen Produkten, zu solchen schmiedeeisernen Pfannen hier, mit denen man so tolle Sachen machen kann. Und weg von diesem ganzen beschichteten Zeug. So eine beschichtete Pfanne hat auch seine Vorteile. Man kann einfach sofort loslegen, man muss ja nicht einbrennen. Ne? Und die Dinger kriegt man überall hinterhergeschmissen mittlerweile. Aber es sind halt Wegwerfprodukte, weil keiner lässt sie neu beschichten. Ne? Es ist halt ein Wegwerfprodukt und man isst halt einfach Plastik, Kunststoff und aus was diese ganzen tollen Beschichtungen so bestehen, das isst man halt einfach mit der Zeit mit. Ne? Das hat man einfach bei so einer Pfanne nicht mehr. Ne? Guckt euch das an, Leute. Ist das nicht ein Gedicht, oder? Wenn ihr das Rezept für diese leckeren Bratlinge haben wollt, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ihr kriegt's. Ich mache dazu ein extra Video, wie wir die zusammen zubereiten. Ist mega einfach, aus mega gesunden Zutaten. Die hier sind jetzt vegan. Es gibt auch eine vegetarische Alternative mit Ei zum Beispiel oder so. Oder man macht halt die dann mit Fleisch, wenn man Hackfleisch machen will oder so. Alles kein Thema, mega lecker. Guckt es euch an. Ja. Und ihr seht ja auch, dass so eine Pfanne funktioniert. Da bäckt nichts an oder so. Ihr braucht also keine beschichteten Pfannen kaufen. Ne? Alles rausgeschmissenes Geld. Musste ich auch erst lernen. Nächste tolle Feature ist natürlich dieser Backofen hier, der mit dran ist. Ne? Guckt mal, wir haben jetzt hier schon 170 Grad hier drin. Ganz toll. Ich bin echt total begeistert von dem Ofen hier. Hier sieht man nochmal das Logo. Bamsler, ja. Ist auch irgendwie ein cooler Name, oder? Also ich finde das irgendwie cool, dieses Wort so auszusprechen, so Bamsler. Hat irgendwie was... Schönes, gemütliches, liebliches, nettes. So, wir probieren jetzt mal eins von den leckeren Patties. Das ist brutal. Guckt euch mal die Konsistenz an. Das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist so lecker. Mmh. Macht richtig satt. Hier habe ich jetzt Buchenholz aufgelegt. Jetzt brennt das hier schön langsam vor sich hin. Wunderbar. Die letzten drei müssen fertig sein. Ja, wunderbar. Herrlich war es. Also ich fand es super, mit dem Bamsler mal gekocht zu haben. Das ist echt ein Erlebnis. Man lernt dabei auch ziemlich viel, muss ich sagen. Vor allem die
das Gefühl dafür zu bekommen, also wie man so einen Ofen halt richtig heizt, ne? Und so, das ist halt schon was Besonderes, finde ich. Das ist was anderes, wie wenn man jetzt einfach nur eine Platte aufdreht, auf 1, 2, 3 oder 4 und ja, und damit kocht. Und auch mit so einer schmiedeeisernen Pfanne und so, ist einfach ein ganz anderes Feeling. Und wie gesagt, von Punkt der Nachhaltigkeit sind die Pfannen wirklich super. Kann ich euch nur empfehlen. Ich stelle euch auch mal ein paar Links drunter. Ja, und hinzu kommt natürlich noch so ein Punkt Krisenvorsorge oder so, ne? Also wer jetzt an sowas denkt, das ist natürlich so ein Wamsler oder allgemein so ein, irgend so ein Ofen hier, die erste Wahl, ne? Holz kriegt man eigentlich überall her, beziehungsweise viele haben Holzlager, so wie ich, die sowieso mit Holz heizen. Und auch wenn jetzt mal der Strom ausfällt oder es gibt mal einen Versorgungsengpass, man muss mal warmes Wasser machen für den Tee, für den Kaffee oder sich mal was kochen und so, kann man hier voll autark machen, ne? Kann man einfach machen. Und die Bude wird auch noch warm dabei, also finde es total mega eigentlich, was dieses Ding für einen Mehrwert bringt, ne? Wenn man sich mal überlegt, wie abhängig man sich eigentlich macht mit der Zeit so, mit diesen ganzen Dingen, die man eben nicht selber generiert, sondern die man aus Abhängigkeiten von anderen mitunter Konzernen bezieht oder so, ne? Und wie viele Abhängigkeiten man allein nur mit so einem, mit so einer Anschaffung, die kostet, so ein Wamsler kostet 80 Euro oder so, gebraucht, die man, wo man wieder so viele Abhängigkeiten lösen kann, ne? Wahnsinn. Ja, schreibt mal, wie ihr darüber denkt. Also ich finde das einfach mega Teil. Also macht's gut, gell? Alles Gute euch und geht raus in die Natur. Es ist so schön jetzt gerade im Winter und so. Herrlich. Macht's gut. Euer Sascha. Ciao.